Welt digital, das ist das, was auch wir machen. Bodo, komm ruhig her. Herzlich willkommen. Also, Inhaber, einer von zwei Geschäftsführern von Stuperca. Ihr seid für die Friseure da, für die, die da draußen gerade eben halt sitzen. Genau. Und ihr macht unheimlich viel Digitalisierung und ihr macht unheimlich viel Education. Absolut, absolut. Also, du hast mich ja vor circa 2 Wochen angerufen und ich war ganz überrascht. Kannte dich natürlich, bist ja ein Pionier in deiner Online-Geschichte, Webinare. Danke. Und habe ich gedacht, Mensch, wir machen so viel bei Stuperca, wir versuchen auch irgendwie immer weiterzukommen. Was machst du denn da so genau? Und du bist in meiner Heimatstadt, habe ich gesagt, natürlich mache ich mit, ganz spontan. Okay, ja. Du hast natürlich auch ein bisschen Geld noch gerne einsammeln wollen. Habe ich gesagt, na gut, ihr braucht auch ein paar Sponsoren. Ihr bedient Endverbraucher, wir bedienen Friseure. Da habe ich gedacht, das passt doch 1:1 zusammen, also komme ich gern. Ja, cool. Und das war wirklich sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten, sehr gute Gespräche mit dem Hamburger Jungen halt. Also cool. Aber erzähl mal vielleicht doch ein bisschen was ihr für die Friseure macht. Oder vielleicht lass uns mal bei der Branche anfangen. Weil unsere Branche hat sich ja entwickelt, der Friseur-Großhandel hat ja enorm an Aufmerksamkeit zugenommen oder an Wichtigkeit auch. Ja. Ja, es ist einfach so, dass der Großhandel in Deutschland, ich würde sagen, die letzten 10, 15 Jahre eine ziemlich große Entwicklung vorgenommen hat, weil es auch machen musste. Man hat sich sozusagen vom Zubehörlieferant zum Partner des Friseurs entwickelt. Wir haben eigene Fachtrainer, wir haben eigene Akademien, wir haben große Messestände, wir machen Events wie Hausmessen, wir bilden unsere Kunden weiter und wir sind einfach viel, viel mehr mittlerweile als ein reiner Spitzenpapier- und Serviettenlieferant. Und da ist noch viel zu arbeiten, da gilt es noch viel Steine vom Acker zu holen. Und auch wir stehen vor der Herausforderung jetzt, dass dieser Generationenwechsel ansteht. Ich gehöre in meinem Unternehmen mit 47 Jahren schon tatsächlich zu den alten Säcken. Zu den erfahrenen Menschen. Oder so. Ja. Und der Durchschnitt ist bei uns auch durchschnittlich jetzt schon, ich glaube, 38. Und wir stellen deutlich fest, dass die Bedürfnisse von den jungen Leuten ganz andere sind. Und auch die Menschen zu erreichen, bedarf es andere Medien. Und deswegen sind wir auch sehr stark mit Facebook, Instagram. Ja. Und eigentlich neben Themen auf, die du schon seit 5 Jahren oder 6 Jahren jetzt sehr intensiv verarbeitest. Ja, aber ich war ja auf eurer Website, was dort ja auch wirklich auffällt, ist, ihr arbeitet sehr, sehr viel mit Videos. Ja. Und das ist ja genau das Medium, glaube ich, was die jungen Kollegen, was uns anspricht. Also nicht mehr zu lesen und nicht mehr irgendwie viele Dinge durch, sondern einfach kurz in Videoclips halt reinzuschauen. Und das habe ich bei euch gesehen, das ist cool, weil ihr mehrere Videos habt zu den verschiedenen Themen und dann eben sagt, komm, wenn du dich dafür interessierst, klick mal kurz rein. Habt ihr da schon so ein Feedback, also dass ihr sagt, Videos, das lohnt sich, das ist das Medium? Ja, tatsächlich, die Leute gucken sich immer mehr bewegte Bilder an. Bewegte Bilder sagen viel mehr als starre Bilder. Ja. Und ich habe persönlich das große Glück, dass ich eine Dame heiraten durfte, die von L'Oréal kommt und schon aus der Branche kommt. Und da wir 2 Kinder haben, die jetzt aus dem Gröbsten raus sind, engagiert sich meine Frau immer mehr für die Firma und macht sehr viel für Instagram und für Facebook und auch für Videos. Animierte Bilder sind viel aussagekräftiger und viel spannender als starre Bilder, Fotos. Ja. Und wir versuchen uns da immer wieder neu zu erfinden, um auch die neue heranwachsende Zielgruppe an jungen Friseuren anzusprechen und da auch Interesse zu wecken. Ja. Und wir probieren uns da auch aus, machen sicherlich auch eine ganze Menge Fehler, aber aus Fehlern versuchen wir zu lernen. Und es ist spannend, weil da tun sich ganz neue Felder auch für uns auf und auch neue Herausforderungen. Ja, also ich denke, dass dieses Medium, egal ob jetzt live, ob jemand die Aufzeichnung nachher sieht, Video einfach immer mehr halt zunimmt. Das habe ich den Michi nicht vergessen zu fragen, weil habt ihr das gehört? Das ist dasselbe, was jetzt Bodo erzählt hat. Wir haben jemanden, der sich professionell um diese Social-Media-Aktivitäten kümmert. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung bei den Friseuren, die wir halt brauchen. Weil wir haben in den letzten Jahren Social Media immer noch so als nebenbei empfunden. Absolut. Wir machen jetzt Abend dann noch Social Media oder früh vor der Arbeit. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, Social Media muss professionell bespielt werden. Also es muss eine Ressource bereitgestellt werden. Es müssen Mitarbeiter machen, die das irgendwie am Tag 1-2 Stunden regelmäßig machen. Es geht um eine Kontinuität und eine Regelmäßigkeit. Ja. Wenn man nur mal was macht, einmalig, bringt das nichts. Also man muss sozusagen den stetigen Tropf auf den Stein machen, bis irgendwann mal was passiert. Ja. Aber was ich gerne noch mal mitgeben möchte allen, was ich heute hier auch aus diesem Forum mitbekommen habe, was ich sehr interessant finde, ist das Thema Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, auch sehr ausschlaggebend für viele Friseurunternehmer, alle leiden darunter, dass sie nicht genügend Mitarbeiter haben. Was für mich auch sehr schwierig war, die letzten 5 Jahre zu akzeptieren, wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, auch bei neuen Mitarbeitern für mich, für meinen Friseurbedarf Großhandel, dass es hier heute nicht mehr geht, dass sich
sich der Teilnehmer oder der neue potenzielle Mitarbeiter sich bei mir bewirbt. Nee, genau genommen gibt er mir die Chance, dass ich mich bei ihm bewerben darf. Ja? Früher ging es 80% darum, dass ich gefragt habe, was der alles kann und was er alles für mich tut. Heute geht es eigentlich 80% darum, was ich ihm zu bieten habe, damit er überhaupt bei mir anfängt. Und diese Bewusstseinsveränderung im Markt, die, glaube ich, die müssen viele, viele Leute noch für sich akzeptieren und auch annehmen. Und ich denke, wenn das schon getan ist, dann haben viele Friseurunternehmer auch in Zukunft größere Chancen, wieder an neue Mitarbeiter zu kommen, worüber ich mich als Lieferant dieser Branche natürlich besonders freuen würde. Natürlich, weil ihr möchtet ja, dass der Markt nicht weiter schrumpft, sondern dass der halt weiter wächst. Okay, aber nochmal das Thema Education, weil das ist auch etwas, was ich wahrnehme im Markt. Ihr engagiert euch viel, viel mehr in Education, als es vor 10 Jahren der Fall war. Absolut. Weil ich glaube, da dreht sich gerade etwas am Markt und da ist der Friseurgroßhandel der Ansprechpartner zukünftig sehr stark für die Friseure. Wir haben natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, weil wir weder L'Oreal oder Wella oder Goldwell oder sonst wie beeinflusst sind. Wir können unsere eigene Politik machen. Von daher bieten wir zu allen Themen auch Seminare an. Wir haben in Hamburg eine schöne Akademie, die wir vor zwei Jahren auch groß renoviert haben. Und das macht wirklich Spaß. Die Teilnehmerzahlen steigen und scheint wirklich auch ein großer Schulungsbedarf da zu sein. Trotz dessen, dass wir in der Hansestadt Hamburg so viele, wahnsinnig viele Studios schon haben. Schwarzkopf hat ein tolles Studio. L'Oreal hat in der Hafen City ein tolles Studio. Wella sowieso. Also es ist relativ schwierig, tatsächlich auch für uns als mittelständisches Unternehmen dagegen anzuarbeiten. Nichtsdestotrotz scheint das anzukommen, weil wir einfach Themen aufgreifen, die Friseure interessiert. Hochstecken ist ein Riesenthema. Der Endverbraucher fragt immer nach Hochstecken, Hochzeiten, Bälle, aber es wird offensichtlich gar nicht mehr richtig beigebracht in der Friseurschule. Aber die Endverbraucher fragen danach. Ja. Wenn wir ein Hochsteckseminar machen, ist es immer halt von 2-3 Tagen ausgebucht. Also es macht Spaß, Themen anzubieten und auch Lücken zu füllen, die die Industrie tatsächlich gar nicht macht. Ja. Also es lohnt sich wirklich, auf euren Seminarkalender zu schauen. Ich glaube mal, der Erfolg beruht auf darauf, dass ihr ein Familienunternehmen seid, dass ihr persönlich seid, dass ihr genau das, was in unserer Branche, worauf es drauf ankommt, die wahren Menschen einfach noch dahinter stehen. Und ich denke, das ist es, was es halt ausmacht. Genau. Schaut auf den Seminarkalender, schaut auf die Webseiten, dort findet ihr viele, viele Videos, da findet ihr alles, was der Friseur halt braucht. Bodo, wir sehen uns zu deiner nächsten Hausmesse. Ich freue mich, da du bist bin herzlich ich halt eingeladen. Dabei. Ja, und ich wünsche dir auch auf dem weiten Weg, den du noch gehen wirst mit dem Online-Kongress, ganz, ganz viel Erfolg und dass du viele, viele neue Leute noch erreichen wirst. Toll, vielen dabei Dank. Zu sein, Heiko. Schön, dass ihr dabei seid. Mach's gut. Schön, dass ihr dabei seid. Okay, danke.